Moin zusammen. Bei mir geht es heute um Polfilter. 105 mm, 77 mm. Und ich möchte die Frage mal klären, lohnt es sich abzugraden auf 105 mm, wenn man mit einem Rechteckfiltersystem arbeitet? Oder reicht es auch aus, weiterhin mit seinem Standard-Schraubfilter, bei mir sind es jetzt 77 mm, weiterzuarbeiten? Dieser große Polfilter, ich arbeite jetzt mit dem System von Lee, wird noch vorne vor die normalen Rechteckfilter davor geschraubt. Da braucht man noch einen kleinen Haltering für und dann kann man den davor schrauben. Sonst, bis jetzt habe ich immer mit meinem normalen Standardfilter gearbeitet, 77 mm. Da habe ich auch zwei Objektivdurchmesser von, also mein 24-105 und mein 16-35. Da kann ich den Filter benutzen. Aber es ist halt mit ein bisschen Aufwand verbunden, wenn man so einen 77 mm Filter oder so einen Standard-Polfilter, der direkt vorne aufs Objektiv geschraubt wird, in Verbindung mit Rechteckfiltern benutzen möchte. Das ist von der Handhabung her ein bisschen tricky, gerade mit dem Aufsetzen. Aber ich zeige euch gleich mal einen Trick, wie man das trotzdem ganz gut hinkriegt. Da ist es von der Handhabung her halt mit so einem großen Filter, der vor die Rechteckfilter geschraubt wird, ein bisschen einfacher. Man muss natürlich aber auch sagen, knapp 180 Euro, knapp 60 Euro ist fast das Dreifache. Ob es das wert ist, schauen wir heute mal. Ja, ich denke, die meisten von euch werden so ein Einschubfiltersystem kennen mit rechteckigen Filtern. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen. Man braucht halt einen Adapterring, den Halter. Bei Lee ist es jetzt halt so, dass dann auf den Halter nochmal, ja, zeige ich das mal, kann man das am besten sehen, ja, nochmal so ein Ring vorne drauf geschraubt wird, wo dann halt der Polfilter drauf kommt. Und das ist es im Endeffekt. Aber es soll ja halt nicht um die Rechteckfilter gehen, sondern heute um die Polfilter. Und ja, wie gesagt, von der Handhabung her ist es wirklich recht simpel. Adapterring aufschrauben, dann den Filterhalter draufklippen, das ist hier bei Lee einfach nur so federbelastet. Und dann kann man halt ganz normal, ganz regulär, sage ich mal, den Polfilter vorne aufschrauben. Ja, also wie ihr gesehen habt, von der Handhabung her wirklich simpel. Das Einzige, worauf man halt achten muss, ist, wenn man den Polfilter dreht, dass man doch den Filterhalter so ein kleines bisschen noch festhält, weil er sich halt doch mitdrehen kann. Aber ansonsten kann man halt die Einschubfilter und halt auch den Polfilter unabhängig voneinander verschieben, hoch und runter ziehen, wie man möchte. Zum Vergleich jetzt mal das Aufschrauben von einem regulären Polfilter, nenne ich es jetzt mal, der direkt aufs Objektiv aufgeschraubt wird, in Verbindung mit einem Adapterring für das Einschubfiltersystem. Das Problem, was wir haben, ist, wenn der Polfilter jetzt aufgeschraubt ist und wir den Adapterring aufschrauben möchten, wird sich der Polfilter natürlich mitdrehen. Den müssen wir jetzt halt also irgendwie fixieren. Deswegen kann man sich so ein Tuch, ein Mikrofasertuch mit zur Hilfe nehmen, drückt leicht vorne auf den Polfilter drauf, auf das Glas, fixiert ihn so, dass er sich nicht drehen kann und kann dann den Adapterring aufschrauben. Ist ein bisschen fummelig, aber funktioniert auf jeden Fall. Was nun jetzt relativ fummelig ist, ist mit dem Polfilter in Verbindung mit dem Einschubfilter wirklich zu arbeiten. Im Gegensatz zu dem 105 mm Polfilter, den ich vor meine eigentlichen Einschubfilter davor schraube, habe ich jetzt den Nachteil, dass ich also erst den Grad meiner Polarisation am Polfilter, der jetzt direkt am Objektiv angeschraubt ist, erst einstellen muss und dann halt erst die Verlaufsfilter oder die Graufilter davor setzen kann. Wenn ich jetzt erst den Verlaufsfilter aufsetzen würde und würde dann den Polfilter drehen, wird sich natürlich der Verlaufsfilter und der Filterhalter mitdrehen und mein Verlauf wäre hinfällig oder der würde von rechts nach links laufen, so wie ich ihn gar nicht haben will. Bei Einschubfiltern ohne Verlauf, zum Beispiel ein Standard-Graufilter,
kann ich natürlich auch erst den Filter einsetzen und danach den Polfilter drehen, weil ich habe ja keinen Verlauf drin und bei einer gleichmäßigen Tönung ist es ja im Endeffekt egal, in welcher Position der Filter jetzt steht. Was natürlich passieren kann, ist, wenn der Adapterring zu stramm auf dem Polfilter angeschraubt ist, kann es echt tricky werden, den wieder runterzukriegen. Da muss man teilweise doch schon ein bisschen kräftiger mit dem Tuch drücken, damit er sich nicht mitdreht. Also das kann manchmal schon ein bisschen schwierig sein. Kommen wir mal zu einem Fazit. Lohnt sich jetzt wirklich das Upgrade, ich nenne es jetzt einfach mal Upgrade, von einem normalen Polfilter, der vorne aufs Objektiv geschraubt wird, zu einem Polfilter, der extra für mein Einschubfiltersystem ausgelegt ist? Also für mich persönlich muss ich sagen, ja doch, es lohnt sich. Allein der Zeitaufwand oder die Zeit, die ich einspare, um dieses fummelige Aufsetzen zu umgehen, was ich mit einem normalen Polfilter habe, macht sich schon bemerkbar, und gerade dann auch das exaktere Einstellen des Polfilters, der Polarisation, ist schon eine Sache, die ich jetzt eigentlich nicht mehr missen möchte. Wenn ich jetzt, ich sag mal, 2-3 Objektive in der Tasche habe, die alle denselben Filterdurchmesser haben, wo ich dann wirklich einen Polschraubfilter für alle Objektive nutzen kann, würde ich mir tatsächlich nochmal überlegen, ob ich wirklich einen großen Polfilter speziell fürs Einschubfiltersystem brauche. Aber da ich jetzt auch halt unterschiedliche Filterdurchmesser habe, bräuchte ich jetzt quasi auch für jedes Objektiv einen eigenen Polfilter. Und somit kann ich halt das auch umgehen, indem ich jetzt einen großen Polfilter habe, der vorne aufs Stecksystem aufgeschraubt wird. Von der Qualität her oder vom Effekt her möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, da ich jetzt nur 2 Filter miteinander vergleichen kann, den Hoya und den Lee-Filter. Das wäre jetzt unfair zu sagen, der eine ist besser oder der andere ist schlechter vom eigentlichen Effekt her. Aber wie gesagt, von der Handhabung her ist es mit dem Lee-Filter deutlich einfacher und komfortabler und erleichtert für mich das Fotografieren halt einfach. Gut, dann soll es das von mir auch wieder gewesen sein. Heute mal ein Video ohne Bilder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Würde mich freuen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, abonniert auch gerne meinen Kanal. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.